Ich habe mich in meiner Arbeit mit dem aktuellen und sehr brisanten Thema der Schulamokläufe auseinandergesetzt. Aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive hat mich hier vor allem die Frage interessiert, welche Rolle die Fiktion und fiktionale Darstellungen von Schulamokläufen im Diskurs spielen. Ich frage also danach, auf welche Weise Fiktionen den gesellschaftlichen Diskurs prägen und wie fiktionale Darstellungen in Literatur und Film unser Verständnis von Schulamokläufen beeinflussen, prägen und erweitern können. Um die Frage nach der Rolle von Fiktion für den Schulamoklaufdiskurs beantworten zu können, habe ich mir also zunächst reale Taten in Amerika seit den 1990er Jahren in ihrer medialen Berichterstattung und auch in ihrer Erforschung in unterschiedlichen Disziplinen angeschaut und mich dann literarischen und filmischen Darstellungen von Schulamokläufen zugewandt. Während die mediale Berichterstattung doch meistens kohärente Erzählungen liefern will und die Frage nach dem Warum möglichst beantworten möchte, hat ein fiktionaler Text die Möglichkeit, diese Frage gänzlich unbeantwortet zu lassen. So kann ein multiperspektivisch erzählter Roman zum Beispiel die Leserin auch dazu ermuntern, verschiedene Perspektiven auf dasselbe Thema einzunehmen oder sich in verschiedene Charaktere, die in einem fiktionalen Schulamoklauf beteiligt sind, hineinzuversetzen. So können diese unterschiedlichen Erzählweisen und die Möglichkeiten des Fiktionalen tatsächlich zu einem breiteren und besseren Verständnis von Schulamokläufen beitragen. Denn all dies kann nur im Rahmen des Fiktionalen überhaupt realisiert werden. Wir alle kennen Schulamokläufe oder vergleichbare Phänomene extremer Gewalt eigentlich hauptsächlich aus ihrer medialen Vermittlung. Das heißt aus der Berichterstattung, aber eben auch aus fiktionalen Darstellungen in Literatur und Film. Diese also adäquat und literaturwissenschaftlich oder erzählwissenschaftlich informiert zu analysieren, ist also auch von großer Bedeutung, um überhaupt den Schulamoklaufdiskurs als solches verstehen zu können. Diese Herangehensweise kann auch auf andere Diskurse, in denen Erzählungen, Bilder, aber auch fiktionale Inhalte von großer Relevanz sind, wie zum Beispiel dem Terror, übertragen werden. So kann die Literaturwissenschaft dazu beitragen, unterschiedlichste gesellschaftliche und hochkomplexe Diskurse zu verstehen und zu befördern.